Während der letzten 3 Jahre war mein Interesse mehrfach auf die mesmeristische Hypnose hingelenkt worden. Und vor 9 Monaten etwa fiel es mir ganz plötzlich auf, dass die Reihe der bisher gemachten Experimente eine sehr auffallende und unverantwortliche Lücke aufwies. Man hatte noch keinen Sterbenden hypnotisiert. Zunächst blieb zu beobachten, ob ein solcher Patient für diese Einwirkungen besonders empfänglich war. Noch andere Punkte galt es aufzuklären, doch einer vor allem reizte meine Neugier. Nämlich in welchem Grade oder für welche Zeitdauer der Tod hinausgeschoben werden konnte. Auf der Suche nach einer Persönlichkeit, mit Hilfe derer ich diese Fragen lösen könnte, fiel mir mein Freund, Herr Ernst Waldemar, ein. Er war sehr reizbar und eignete sich daher für mesmeristische Versuche vortrefflich. 2 oder 3 Mal war es mir ohne Schwierigkeit gelungen, ihn in Schlaf zu versetzen. Doch andere Erwartungen, die ich an diese Versuche hatte, erfüllten sich nicht. Meinen Misserfolg in dieser Hinsicht schrieb ich immer seiner zerrütteten Gesundheit zu. Denn einige Monate, ehe ich mit ihm bekannt wurde, hatten seine Ärzte ihn für unrettbar tuberkulosekrank erklärt. Es war übrigens seine Gewohnheit, von seiner bevorstehenden Auflösung als von einer unvermeidlichen Tatsache, die nicht bedauert werden sollte, zu sprechen. Als jene Gedanken sich mir zum ersten Male aufdrängten, war es ganz natürlich, dass ich an Herrn Waldemar dachte. Ich kannte die ruhevolle Philosophie dieses Mannes zu gut, als dass ich seinerseits irgendwelche Bedenken vermutet hätte. Und er hatte keine Angehörigen, die Einspruch hätten erheben können. Ich sprach mit ihm ganz offen über die Sache und er zeigte lebhaftes Interesse. Die Art seines Leidens gestattete es, seine Todesstunde ziemlich genau vorauszusagen, und es wurde also zwischen uns vereinbart, dass er etwa 24 Stunden vor der ihm von den Ärzten bezeichneten Sterbestunde mich zu sich rufen lassen würde. Es sind jetzt mehr als 7 Monate verflossen, seit ich von Herrn Waldemar folgende Zeilen erhielt. Sie können nun also kommen. Die Doktoren haben festgestellt, dass ich nicht mehr lange mitmache. Nur noch bis morgen Mitternacht. Und ich glaube, sie haben den Zeitpunkt ziemlich richtig angegeben. Waldemar. Ich hatte ihn seit 10 Tagen nicht gesehen und war entsetzt über die furchtbare Veränderung, die in dieser kurzen Zeit mit ihm vorgegangen war. Sein Schleimauswurf war unerhört stark. Sein Antlitz war bleifarben. Die Augen blickten stumpf und vollkommen glanzlos. Ein Doktor war anwesend. Es war die Ansicht des Arztes, dass Herr Waldemar gegen Mitternacht des folgenden Tages sterben werde. Jetzt war es Samstag, 7 Uhr abends. Ich verschob meine Maßnahmen bis zum anderen Abend, gegen 8 Uhr, wo das Eintreffen eines Studenten der Medizin, des Herrn Theodor, zu dem ich einige Beziehungen hatte, mich weiterer Befürchtungen enthob. Ursprünglich war es meine Absicht gewesen, auf den Doktor zu warten. Doch ich war gezwungen anzufangen. Erstens infolge der dringenden Bitten Waldemars und zweitens infolge meiner Überzeugung, dass nicht eine Minute zu verlieren sei, denn es ging ersichtlich zu Ende mit ihm. Schon als ich meine Hand zum ersten Mal seitwärts über seine Stirn zog, erzielte ich eine gewisse Wirkung. Er atmete röchelnd und in Intervallen von einer halben Minute. Er befand sich in tiefer Trance. Wir ließen nun Herrn Waldemar bis gegen 3 Uhr morgens ungestört. Dann trat ich zu ihm und fand ihn in derselben Verfassung wieder. Der Puls kaum fühlbar, die Augen wie im Schlaf geschlossen. »Herr Waldemar«, sagte ich, »schlafen Sie?« »Ja, schlafe jetzt. Wecken Sie mich nicht. Lassen Sie mich so sterben.« Ich hielt es nicht für ratsam, ihn gerade jetzt noch weiter zu stören, und bis zur Ankunft des Doktors wurde nichts mehr gesprochen. »Herr Waldemar, schlafen Sie noch?«
An Herrn Waldemar war nicht das geringste Lebenszeichen mehr zu bemerken. Und als wir annahmen, dass er tot sei, wurde seine Zunge von einer heftigen Vibration ergriffen. Zwischen den weit geöffneten Kinnladen tönte eine Stimme hervor, die beschreiben zu wollen vergebens wäre. Ich spreche zwar von Stimme, doch vielmehr glich es einem fürchterlichen Laut, aus dem Worte hervorkamen, die mein Gehörsinn so empfand, wie etwa der Gefühlssinn galertartige oder klebrige Dinge empfindet. Ja, ich habe geschlafen. Jetzt bin ich tot. Es war evident, dass bis jetzt der Tod, oder was man gewöhnlich Tod nennt, durch das mesmeristische Verfahren aufgehalten worden war. Es schien uns allen klar, dass ein Aufwecken Herrn Waldemars lediglich dessen augenblickliche oder zumindest sehr schnelle Auflösung zur Folge haben werde. Seit damals bis Ende letzter Woche, eine Zeitdauer von fast 7 Monaten, fuhren wir fort, täglich bei Herrn Waldemar nachzusehen, manchmal auch in Begleitung von Medizinern oder anderen Freunden. Diese ganze Zeit über verblieb der Schlafwachende in genau dem Zustande, wie ich ihn vorhin geschildert habe. Es war am letzten Freitag, als wir schließlich beschlossen, den Versuch zu machen, ihn zu erwecken. Um Herrn Waldemar aus der Trance zu erwecken, brachte ich die üblichen Striche zur Anwendung. Diese waren zuerst erfolglos, doch zeigten sich bald Anzeichen von Wiederbelebung. Herr Waldemar, können Sie uns klarmachen, was Sie jetzt fühlen oder wünschen? Schließlich stürzte dieselbe grauenhafte Stimme hervor, die ich bereits beschrieben habe. Um Gottes Willen, schnell, bringen Sie mich wieder in Schlaf. Oder wecken Sie mich, schnell. Ich sage Ihnen, ich bin tot. Zuerst machte ich den Versuch, den Patienten wieder zu beruhigen. Ich sah bald, dass ich hierin Erfolg haben würde, oder wenigstens bildete ich mir ein, günstiges Resultat erzielen zu können. Und ich bin gewiss, dass alle Anwesenden darauf vorbereitet waren, den Patienten erwachen zu sehen. Darauf, was sich wirklich ereignete, konnte jedoch unmöglich irgendein menschliches Wesen vorbereitet sein.